Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Sascha und heute geht es wieder um den Boss Katana, aber diesmal in Kombination mit Effektpedalen. Wie du ja vermutlich weißt, hat der Katana schon eingebaute Effekte, die man auch mit dem optional erhältlichen Fußschalter und der Tone Studio Software sehr gut nutzen kann. Aber viele Gitarristen, und da schließe ich mich jetzt mit ein, sind Fans von klassischen Effektpedalen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie gut eignet sich der Katana in Kombination mit klassischen Effektpedalen, also quasi als sogenannter Pedalplattformverstärker. Das möchte ich dir im heutigen Video zeigen und wir fangen auch direkt mit der meiner Meinung nach wichtigsten Kategorie an, und zwar den Overdrive-Pedalen. Ich habe folgende Pedale, die ich mit dem Amp nutzen werde. Einmal das Wamplay Moxie, das ist quasi ein Tube Screamer-artiges Overdrive-Pedal. Dann das Unobtainium von Crazy Tube Circuits. Dieses Pedal hat zwei Arten von Overdrives, die man unabhängig nutzen oder auch kombinieren kann. Links ein Dumble Overdrive, also ein Overdrive-Sound, der die maßlos überteuerten Dumble Amps imitiert. Und auf der rechten Seite hat das Pedal ein Clone Overdrive. Und ja, ein Original-Clone ist auch maßlos überteuert. Also insgesamt drei verschiedene Arten von, ich sag mal, Low- bis Middle-Gain Overdrive-Pedalen. Hören wir uns nun mal an, wie der Amp mit diesen Pedalen klingt. Ich habe den Amp in einem Clean Preset, übrigens dasselbe, was ich im vorherigen Katana Fußschalter-Video benutzt habe. Am Ende zeige ich dir aber auch nochmal den Wamplay Moxie in Kombination mit einem Crunch Preset am Katana. Also ich nutze den Moxie in dem Fall dann als Solo Boost. Der Amp wird übrigens wie in meinen vorherigen Katana-Videos mit einem Mikrofon abgenommen. Okay, kommen wir nun schon zu den Distortion-Pedalen. Hier habe ich zwei Pedale, die ich dir zeigen möchte. Einmal das Boss DS2, das habe ich ja schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Und das zweite Pedal ist das Crazy Tube Circuits Motherload. Dieses Pedal hat zwei verschiedene Distortion-Typen eingebaut. Einmal ein Wet Distortion, also ein Sound, der dem Proco Wet ähnelt. Und ein Big Muff Distortion bzw. Fuzz, welches dem Big Muff von Electro Harmonix ähnelt. Hören wir uns nun an, wie diese Pedale mit dem Katana klingen. Ich nutze hier wieder das Clean Preset.
So, das waren jetzt die meiner Meinung nach wichtigsten Effektkategorien und der Katana schlägt sich hier überraschend gut. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere Effektkategorien, zum Beispiel Modulation und Delay bzw. Reverb. Bei Modulation gehe ich jetzt nicht so ins Detail, weil es hier einfach nicht so drauf ankommt, ob ein Verstärker jetzt eine gute Pedalplattform ist oder nicht. Deswegen hier mal ganz kurz ein Chorus-Pedal, in dem Fall von der Walrus Audio Fundamental Serie in Kombination mit dem Clean Preset des Katanas. Nun fehlen noch die Delay- bzw. Reverb-Effekte und diese schließt man üblicherweise an den Effektloop des Verstärkers an, also hinter der Vorstufe. Der Katana 100 MK2, also den ich nutze, hat glücklicherweise einen Effektloop. Die 50 Watt-Version hat das zum Beispiel leider nicht. Das Delay und das Reverb, das ich jetzt nutze, sind auch von der Walrus Audio Fundamental Serie und ich zeige dir nun ein paar Beispiele im Clean Sound und danach auch noch im verzerrten Sound. In dem Fall kommt dann aber die Verzerrung vom Verstärker und nicht von Pedalen. Jetzt möchte ich nochmal ein Phaser-Pedal zum Reverb und zum Delay dazuschalten, um damit dann einen schönen Ambient-Clean-Sound zu erzeugen. Okay, nun sind wir die wichtigsten Effektkategorien durchgegangen. Ist der Boss Katana nun eine gute Pedalplattform? Meiner Meinung nach ja, definitiv. Gerade jetzt mit Overdrive und Distortion-Pedalen verträgt sich der Amp echt überraschend gut und ich finde, man kann den Sound damit auch noch etwas aufwerten. Wenn du also vorhast, den Amp jetzt mit einzelnen Pedalen anstatt der eingebauten Effekte zu nutzen, dann funktioniert das auf jeden Fall sehr gut. Natürlich kann man auch die im Amp eingebauten Effekte mit Pedalen kombinieren. Also da hat man dann sehr viele Möglichkeiten. Wie findest du den Boss Katana als Pedalplattform? Hast du schon Erfahrung damit gesammelt oder benutzt du nur die internen Effekte? Lass es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen.
Und wenn du immer noch hier bist, dann schau dir doch gerne ein weiteres Video auf meinem Kanal an. Zum Beispiel hier eins aus meiner Boss-Katana-Playlist.